Wir öffnen das Gasflaschenfach. Hier oben haben wir einen entsprechenden Raster, um die Klappe einrasten zu können. Damit man die Gasflasche an sich leichter ins Fahrzeug stellen kann, können wir diese Klappe noch nach unten absenken. Wir nehmen eine 11 Kilo Gasflasche, stellen die rein. Das ist auch gleichzeitig die größte, die in einem solchen Fahrzeug untergebracht werden kann. Davon gibt es zwei Halterungen. Dann gibt es diese Verzobänder. Mit diesen Verzobändern sichern wir die Gasflasche. Relativ einfach. Davon gibt es je nach Fahrzeughersteller ein oder bei vielen auch zwei Gurte. Unsere Fahrzeuge haben grundsätzlich ein Druckmindersystem mit einem sogenannten Crash-Sensor verbaut. Das heißt, Sie können dann die Gasanlage auch während der Fahrt in Betrieb halten. Das soll nicht heißen, dass Sie einen Kaffee während der Fahrt kochen können, sondern eben, dass Ihr Heizsystem auch während der Fahrt den Innenraum mit aufwärmen kann. Wir schließen die Flasche an. Handfest genügt. Öffnen das Flaschenventil und nun drücken wir diesen Sicherheitsknopf. Das Gas strömt nun in diesen Druckminderer. An diesem Druckminderer müssen Sie einfach nur diesen Knopf noch drücken. Jetzt strömt das Gas weiterhin durch die gesamte Anlage. Nun schließen wir den Flaschenkasten. Drücken diese Rasterverschlüsse einmal nach innen, dass die eingerastet bleiben. Grundsätzlich habe ich mir eines angewöhnt. Wenn wir diese Rasterverschlüsse öffnen, nehmen wir den Schlüssel, drehen einmal, dann springt dieser Rasterverschluss raus. Ich habe mir angewöhnt, gleich wieder auf Inrichtung der Länge dieses Verschlusses diesen Schließzylinder zurückzudrehen, damit ich nachher den Schlüssel nicht noch einmal brauche, um diesen einrasten zu lassen. Also grundsätzlich immer öffnen, wieder verschließen.